Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freundinnen und Freunde des Stadtgeschichtlichen Museums, es ist wieder mal Mittwoch und wir freuen uns sehr, Sie auf diese virtuelle Weise doch zu erreichen. Wie in der letzten Woche, wir sind noch immer geschlossen, können Sie leider nicht im Haus begrüßen, nutzen diese Zeit aber, um Sie gelegentlich an Orte in unserem Museumskosmos zu entführen, die vielleicht normalerweise gar nicht so einfach zugänglich sind oder die man vielleicht beim üblichen Museumsbesuch gar nicht so in den Blickwinkel nimmt. Heute ein ganz spezieller Ort. Es ist nicht direkt die Wache des Museums, aber sozusagen ein Teil des Rundgangs. Wir haben hier ein massives Gitter, sind hier im Treppenhaus und Sie können es schon denken, es geht heute weniger um die Arbeit hinter den Kulissen oder um die Arbeit der Wissenschaft oder der Vermittler. Es geht um was ganz Wichtiges, nämlich um die Menschen, die bei uns wirklich am Tresen stehen, die Ihnen als Besucher in der Regel als erstes begegnen. Es sind die Damen und Herren unseres Wachschutzes, der Firma Art, die hier sozusagen für uns die Stellung halten und Sie immer gut betreuen. Und dieses Gespräch, das wir heute führen, führe ich mit Herrn Spitzner, er ist der Stützungsleiter hier, sitzt unten im Rathaus in der Wache, passt immer schön auf, dass hier alles seine Ordnung hat. Und wir sind sehr dankbar und ausdrücklich möchte ich auch sagen, es ist eine Geste auch an Sie und all Ihre Mitarbeiterinnen hier im Haus, die viel zu tun haben, die oft schwierige Situationen mal haben, die vielleicht auch unter dem gegenwärtigen Prozedere ein kleines bisschen leiden, nicht ohne Besucher. Und das wäre so meine Einstiegsfrage, Herr Spitzner. Wie ist denn das, so in der Wachposition zu sein, ohne dass die Besucher da sind? Es ist sehr langweilig ohne die Besucher. Es ist sehr langweilig. Wir brauchen die Gäste, um kommunikativ mit den Gästen umgehen zu können, und ohne ist erdrückt. Es ist sehr ungewohnt. Es ist sehr ungewohnt. Für mich als Wachmann noch anders als für die Damen im Museumsdienst. Ich habe meine technischen Aufgaben auch noch zu erledigen, meine Rundgänge zu machen. Aber für die Damen im Museumsdienst, die jetzt nicht hier sein können, ist es natürlich noch viel, viel schlimmer. Wir haben die eine oder andere Aufgabe erfunden. Wir reinigen einiges, wir bringen einige Dinge in Ordnung, damit das Museum nach der Wiederöffnung noch ein bisschen schöner funktioniert. Aber vielleicht, wenn man mal von der Krise wegdenkt, wie sieht denn so ein Berufsalltag, so ein Tag hier aus als Stützpunktleiter in der Wache? Was sind die Aufgaben, was sind die Herausforderungen? Der Morgen beginnt erstmal mit einem ganz normalen Rundgang durchs Haus, zu gucken, dass die gesamten technischen Anlagen für den Tagesbetrieb ordentlich funktionieren. Die Koordinierung der Dienstpläne zu gucken, ob denn alle da sind und wer welche Position an diesem Tag auszuführen hat, die Kassierung, die Aufsicht in den entsprechenden Ausstellungsbereichen. Und dann sozusagen immer den ganzen Tag über verfolgen? Den ganzen Tag über verfolgen, die Rotation beachten, dass nicht jeder 8 Stunden an demselben Fleck ist, um die Routine aus dem Tagesgeschehen herauszunehmen. Und Sie schließen abends auch die schweren Gitter dann zu? Um 19 Uhr werden alle Gitter zugemacht und das Haus versiegelt. Das war ja mal ein Rathaus, da muss natürlich auch Ordnung sein. Ne? Übrigens an der Stelle, wo die Wache jetzt ist, war ja früher auch eine Polizeiwache mal in vielen Jahrhunderten. Also das ist ein echt alter, heutiger Ort. Herr Spitzner, wie lange sind Sie denn schon bei uns? Wie lange machen Sie denn das? Ich bin jetzt über 10 Jahre bereits hier im Haus als Wachbereichsleiter tätig. Also das ist wie einer der Längstdienenden eigentlich, ne? Es gibt noch ein paar Damen, die schon länger da sind als ich, aber ansonsten ja. Wenn man jetzt mal so die Jahre Revue passieren lässt, da haben wir wahrscheinlich eine ganze Menge erlebt mit tollen, dankbaren, vielleicht manchmal auch ein bisschen sorgenvollen Besuchern. Wir hatten einige Highlights in den letzten Jahren, die Empfänge der verschiedenen Königshäuser. Das jährliche Bachfest, die Großveranstaltung des WGT sind schon immer sehr große Sachen, die uns auch fordern von allen Seiten. Da ist natürlich dann auch immer viel Trubel. Ne? Da kommt die Sicherheit, da kommen Kamerateams. Kann man dann überhaupt noch ganz normal arbeiten? Nein, kann man nicht. Also wenn solche Großveranstaltungen sind, abgesehen jetzt vielleicht mal vom WGT, das ist ein sehr, sehr angenehmes Publikum, die sich auch an die Regeln und Vorgaben des Hauses immer halten, ohne irgendwie was zu hinterfragen, sind solche Empfänge der Königshäuser natürlich mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen doch etwas hoch angebunden. Das ist ja ein Verweis darauf, dass unser Museum auch ein städtischer Repräsentationsraum ist, wo Empfänge stattfinden, nicht? Wo manchmal auch
ganz besondere Menschen, die hier zu Gast sind. Vielleicht zum Schluss, wenn wir hoffentlich demnächst wieder öffnen können, was werden Sie am ersten Tag machen, wenn die Besucher wieder reinkommen? Ich werde mich öfters im Museumsbereich aufhalten, um einfach wieder zu genießen, dass die Gäste da sind. Wir hoffen sehr, dass das bald klappt, dass wir nicht zu viele Einschränkungen haben. Sicher müssen wir Ihnen das ein oder andere auch zumuten, müssen wir Regelungen finden, dass man sich möglichst wenig nahe kommt, dass wir ein Museum führen, was sicherlich für eine gewisse Zeit auf Distanz ausgerichtet ist. Aber ich glaube, Sie merken, genau wie wir Museumsleute, freuen sich auch die Damen und Herren des Wachschutzes sehr auf Sie. Und wir hoffen sehr, dass es, wie es die letzten Jahrhunderte immer gut gegangen ist hier im Haus, dass wir bald auch wieder gemeinsam für Sicherheit, aber auch für ein schönes Klima im Haus sorgen. Wir freuen uns auf Sie und hoffen sehr, dass Sie bald wieder zu uns kommen können. Dankeschön. Danke.